Ja, das war dann auch schon der Dienstag. Mit sehr viel Regen und ein bisschen Sonne. Guten Morgen. So, dann haben wir jetzt nochmal Abfahrtskontrolle, bitte. Ja, habt ihr gesehen? 29 Stunden Pause. Ja, ich hätte auch gestern Abend 22 Uhr losfahren können, aber ich hätte noch 2 Stunden gebraucht, wenn 0 Uhr gewesen, hätte ich vor 9 Uhr morgen ausladen können. Und so spare ich eine Stunde. Ich bin zwar schon 2 Stunden Fahrzeit weg, aber mal gucken, was heute noch passiert. Mal gucken, was heute noch passiert. Ja, schauen wir mal. No, vielleicht sind wir ja heute Abend schon wieder auf dem Rückweg. Aber das kriegen wir dann zu sehen, ne? Ich will mal keine Vermutung aussprechen. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, letzte Woche war Pascal hier und Finn für Ninivertra. Ninivertra heißt das ja. Und die mussten noch irgendwie Trailer tauschen oder so. Keine Ahnung. Lass uns überraschen. So, jetzt mal den Dreck raus von gestern. Ich habe ja gestern so ungefähr so nichts gemacht hier. Ging ja auch nicht. Sehr schön, der Dreck ist auch raus. Dann können wir ja gleich noch schnell los, wa? Noch ein bisschen Italien unsicher machen. Jawohl! Italienischer Berufsverkehr. Alle auf dem Weg zur Arbeit. Um 7:55. Ja, das ist diese Uhrzeit hier vollkommen normal. Nun ist ja auch noch eine Baustelle. Die Baustelle ist hier aber schon länger. Ja, und in 2,3 Kilometern kommt ein Kreisverkehr. Also, da weiß man auch, wo sich staut. Nämlich von diesem Kreisverkehr. Ja, Sonne scheint. 10 Grad. Ja, und wir haben noch 6,1 Kilometer bis Triviano. Jawohl. So. In ein paar hundert Metern sind wir da. Mal gucken. Ich
Quiggy Niggy, der sollte auch hier sein. Mal gucken, vielleicht steht er sogar schon an der Rampe. Schauen wir mal. Weil ich habe ihn unterwegs nirgends gesehen, der wird wahrscheinlich durchgebrettert sein. So, nudel mal ein bisschen schneller auf die Schranke da. Die wiegelt geradeaus weit her. Alter. Ist sein Tor da gerade auf Energiesparmodus oder was? So lange habe ich noch nie ein Tor aufgehen sehen. So, die laden gerade ihr Sammelgut ab. Die losen Kartons. Und dann haben wir vorne noch. Was war das, glaube ich? 5, 6, 7, 8, 9, 10 leere Tanks drauf. Leere Gastanks. Die bringen wir noch ein Stück Richtung Turin. Aber erstmal müssen die Jungs hier fertig werden. Und sie sind halt nicht die motiviertesten. Und die sehen auch noch alle so aus, als wenn sie gestern kräftig ihre Befreiung gefeiert haben. Wenn sie keinen Krach machen können, sind sie nicht glücklich. Herrlich. Jawollo. So viel denn dazu. Das Sammelgut happy. Doll. Also runter. So, jetzt geht's 130 Kilometer Richtung Turin. Da geht der Rest runter, wa? Oh, meine Fresse, scheint hier die Sonne. Ist ja nicht auszuhalten. Doch, ist es. Boah, aber nur 15 Grad. Warm ist mir trotzdem. So, ab Richtung Turin. Ein Stück. Wie war das? Stau ist nur hinten Kacke, ne? Ja. 1,2 Kilometer auf den Abzweiger der Tangentiale. Vor der Tangentiale. Ja. Stau. Ich tippe mal Stau wegen Baustelle. Deswegen, dass ich das noch Vormittag loswerde. Die 9, das sind übrigens 9 ungereinigte Gastanks. Sehe ich noch nicht so. Ist ja auch nicht schlimm, wir müssen heute auch nicht wieder raus. Ne? Ich denke mal, direkt auf Roller werden wir auch noch kriegen. Das konnte er irgendwie auf dem Lager nicht sagen. Und die im Büro waren noch nicht da, weil die fangen im Büro mich erst an, um 9 anzuarbeiten. Tjo. Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle, die Sonne scheint. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. Schön. Schön, schön. Ist ein bisschen dumm gelaufen, ne? Ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich musste 3-4 Stunden Pause machen, weil ich damit zum Kunden hingekommen wäre. So, wenn meine 3-4 Stunden Pause aber rum ist, hat der Mittagspause bis um 2. Puh, werde ich hier wohl stehen bleiben müssen, ne? Blöd, ist aber so. Dafür scheint die Sonne und ich werde mir gleich erstmal was zu essen machen. Oh Mann. Oh Mann.
scheiße. Ja gut, ist doof, ist aber so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier so richtig ist. Weil hier steht ab 6 Tonnen gesperrt. Ja. Aha. Aha. Tazetti, da steht's dort dran. Das ist hier unten. Okay. Da steht auch schon Hegelmann, da steht ein Tanker. Und der lässt mich reinfahren. Okay. Jo. Wenigstens ist der Arsch von der Straße. Ja, fast eine Stunde hier, wa? Fast eine Stunde hier und noch ein bisschen in Geduld üben. Also für jemanden, der ungeduldig ist, für den ist es hier gerade nichts, weil die handeln eine LKW nach dem anderen ab. Wobei ich dazu sagen muss, Tanker und Plane getrennt voneinander. Aber trotz alledem, der von Hegelmann ist gerade reingefahren. Wir haben es jetzt 5:03 gleich. Bin fast eine Stunde hier. Ich sage ja, für jemanden, der die Gelassenheit nicht hat, ist es hier gar nichts. Ja, lange Hose habe ich auch an. Da hat sie die nette Dame in langen Klamotten. Zumindest eine lange Hose. T-Shirt ist egal. Was ich auch wieder irgendwie komisch finde, weil wenn, dann zieht man komplett lang an oder komplett kurz oder zumindest obenrum lang. Ihr reicht das, eine lange Hose. Wobei der Staplerfahrer, den ich gerade gesehen habe, auch in kurzer Hose auf dem Stapler sitzt. Naja, gut. Dann warten wir noch einen Moment. So, dann hätten wir runter. Mit ein bisschen Schweiß. Boah, wie war das so schön? Ohne Schweiß kein Preis, ne? So, da. Mal wieder in die kurze Hose. Ja. So, kurze Hose wieder an. Er kommt in Kürze zurück. Ja. 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 Das ist natürlich scheiße jetzt. Muss ich mich irgendwie hinstellen. Er steht doch ganz toll mit seinem PKW und macht auch nicht die Anstalten wegzufahren. So. Stelle ich mich jetzt mal hier hin, hier kommt jeder raus. Der kommt mit seinem PKW auch noch weg. So, bleibe ich hier erstmal stehen. Nützt ja nichts. Und dann warten wir. Aber ich kann jetzt mal was machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, weil die Türen hinten gehen nämlich nicht richtig zu. Muss ich mal einmal den Brutalinski raushängen lassen. Nur mit Gewalt bei. So ein Meinungsverstärker hilft immer. Rückladung haben wir. Das geht 40 Kilometer weiter. Ich glaube aber nicht, dass wir da heute noch was werden. Ähm,
Er sagt mir hier zwar rund um die Uhr geöffnet, aber also wirklich glaube ich da nicht dran. Ja, fahren wir mal hin, gucken wir mal. Na Kollege, das Auto und du gehören doch beide ins Museum, oder? Na gut, das Tor ist schon mal offen. So, die Frage ist nur, wo muss ich mich hier jetzt melden? Irgendwo wird ja wohl im Büro sein, oder? Gehen wir davon aus. Weil irgendeiner wird mich ja reingelassen haben. Wir laden jetzt hier für Finnland einen kompletten Auflieger. Der geht aber, in dem fahren wir aber nicht hoch, der geht nach Mailand. Kommen wir aber gleich zu, ich gehe mich jetzt mal anmelden. Rampe 1, sagt sie. Dann fahren wir doch mal in die Rampe 1. Ne? Rampe 1. Und der Planet, der ist schon wieder so warm, ne? Herrlich. Ich liebe sowas. Hä? Der Strich rechts ist gerade, der Strich links nicht? Was ist das denn? Den Meinungsverstärker brauche ich wohl gleich auch nochmal. So, fertig geladen. Und habt ihr schon mal italienische Ladungssicherung gesehen? Gut, ne? Oder? Ja. So. Den machen wir den jetzt mal einmal komplett dicht. So mit Zollschnur durchziehen und so. Und dann düsen wir hier mal. Dann düsen wir hier mal weg, ne? Gut, dann kommen wir jetzt gleich nach Mailand. Gut, da war's. Die beiden müssen in die Doku-Box. Sieh's wohl. Oh. Siehst du wohl. Wie schon haben wir es? 20 vor 10. Ne? Und für die italienische Verhältnisse normale Uhrzeit. So, das muss bei mir in die Mappe. Das muss bei mir in die Mappe. Wo ist denn die Mappe? Da ist die Mappe. Gut, den bringen wir jetzt zum Bahnterminal nach Mailand. Ja, ich weiß nicht, ob wir da denn noch einen kriegen oder was. Aber heute ist schon Donnerstag. Also wenn ich morgen hier rauskommen sollte aus Italien, bin ich aber Samstag zu Hause. Gut, stört mich jetzt nicht so besonders, aber schön ist das trotzdem nicht. Gut, dann schießen wir jetzt mal mit den 11 Tonnen oder wie viel das sind. Nach Milano. Wird es kaum glauben, es gibt aber sogar Dinge, die mache ich in Italien sogar das erste Mal. Und das ist hier in Mailand einen Trailer abgeben bei der Bahn. Aha.
Hier ist also denn schon mal der erste Stau. Okay. Hier schön. Via Lazio. Dann sind wir hier richtig. Es hieß, er sagte zu mir, er gibt mir einen Zettel, den ich ausfüllen muss. Muss ich anscheinend gar nicht. Okay. Naja. Dann nehme ich jetzt mal alles von hier mit. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Das sind ja auch ein paar lustige Kerlchen, ne? Meine Fresse, ey. Da sind ja auch echt ein paar lustige Kirchen hier. So, Nummer 8. Was weiß ich, wo ich jetzt hin muss. Mit dem Trailer. Keine Ahnung. Irgendwo hier muss ein Trailerplatz sein. Das scheint ja sowieso alles sehr, sehr unorganisiert zu sein hier, wie es aussieht. Hier ist 8. Bin ich jetzt hier verkehrt rum reingefahren oder was? Anscheinend bin ich verkehrt rum reingefahren. Ach nee, da unten ist der Trailerstell. Ah, alles klar. Dort ist der Trailerstellplatz, okay. Dann bin ich da ja schon mal im Bilde. Abgestellt haben wir. Dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Horchen wir mal. Jo, Andi 2 hier, Mahlzeit. Na, ich habe abgegeben in Mailand. Ja. Jo, alles klar. Ja, du. Hier hinten ist gar nichts, Alter. Ich bin ja am letzten Ende von Mailand. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ich kenne das ja nicht anders in Italien.
Jo, jo, bis später. Tschüss. Ciao. Ciao. Husch, 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 husch. Tja. Tja, wie es aussieht, passiert erstmal nichts außer Mittagspause. Naja, fahren wir dann erstmal raus und dann schauen wir mal. Bin ja echt mal gespannt. Wie hieß der Laden noch, wo ich hin soll? Hab mir jetzt gar nicht so gemerkt. Irgendwas mit Euro. Irgendwas mit Euro. Ah. Genau, Eurocar war es. Richtig. Hier, na, hier ist das doch. Aha. So, wir haben es 3:15. Und ich warte jetzt eigentlich drauf, dass der Trailer abgesattelt wird. Aber da scheint sich wohl noch ein bisschen zu ziehen. Also sind ja Italiener und die haben ja echt die Ruhe weg. Also das ist schon faszinierend. Wir haben es jetzt 15 Uhr und ich habe doch gerade nicht ernsthaft, um einen Trailer zu laden, 98 Kilometer zu fahren, den Trailer abzugeben, einen neuen Trailer aus der Werkstatt zu holen, den ganzen Tag gebraucht, oder? Oder fast 8 Stunden. Habe ich? Wahrscheinlich, oder? Und wir haben heute Donnerstag, ich wollte eigentlich morgen auf dem Rückweg sein. Wir haben 3:30, wir haben jetzt 15 Uhr, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass so noch viel passiert. Oder ich glaube da nicht mehr dran. Aber schauen wir mal. Den horchen wir jetzt mal. Hä? Ja, okay. Nee, weil den Trailer nehme ich schon hinter. Ja. Ja, ja, die 203. Hm. Jo, alles klar, mach das. Jo. Tschüss. Tschüss. Niki steht in Trebbiano. Ja, wäre das was? Jo. Eng, aber klappt. Gut, dann warten wir auf den Auftrag. Bin ja mal gespannt. Schon scheiße, wenn man da mal vorbeifährt, ne? Oh, Kacke, aber das sah auch nicht so aus, als wenn ich da heute noch irgendwas werde. Täte mich wundern, aber ich weiß auch nicht, wo ich hier stehen soll. Die warten auf mich, hat sie gerade gesagt.
Wenn sie das sah, muss ich noch einmal umdrehen und reinfahren. Wenn er mich denn reinlässt, das ist jetzt auch die Frage. Ne? Ich bin die ganze Zeit so rumgegeistert. So, komm schon. Fahr zu. Scheiß Italiener. Mein Lieblings-Italiener. Hier geblieben. Gut, dann gucken wir mal, ob das noch so klappt mit dem Laden gleich oder nicht. Wenn er mich dann reinlässt. Was ist so komisch daran, dass ein Deutscher Italienisch spricht? Die kommt nur mit Englisch. Ja, ich meine, gut, ich habe schon festgestellt, mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet, aber wir arbeiten ja nun dran, ne? Dass sie da besser wird. Ja. So, wir haben 9 IBCs geladen. Die gehen aber nicht nach Finnland, die gehen nach Schweden. Die gehen jetzt aber auch nach Trebbiano Cinini Vetra. Und natürlich habe ich vergessen, die Hälfte zuzumachen hier. Weil sie mit dem Papier dann kam. So, wo ist denn offen? Hier ist zu. Hier ist noch offen. Gut, hier ist auch zu. Weggepackt. Oh. Dann fahren wir heute mal nach Trebbiano. Oder heute, sehr witzig. Dann fahren wir jetzt mal nach Trebbiano, das wieder abladen. Naja, viel geschafft haben wir wenig diese Woche, ne? Aber müssen die ja bezahlen. Nicht wir. Also mir macht das auf alle Fälle Spaß, so für die Italiener zu fahren. Schau mal was anderes, immer lustig. So, 27 Kilometer nach Trebbiano. Abfahrt.